Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zum neuen Dirt 3 Commentary. Ja, warum, wieso, weshalb Dirt 3 im Hintergrund, dazu kommen wir gleich noch und das hat ein bisschen zu tun mit der Themenwahl heute. Ein Thema, was definitiv aus der Sammlung meiner etwas ernsteren Themen kommt. Ich habe es ja angekündigt, dass ich auch mal wieder ein paar Commentaries einstreuen will, wo ich etwas mehr Themen zum Nachdenken für euch habe. Und heute handelt es sich um ein sehr kontroverses, ein sehr viel diskutiertes Thema und ein Thema, was bestimmt auch bei einigen Leuten Emotionen erwecken wird. Und zwar ist das Krieg. Krieg und Gewalt, was Krieg überhaupt für einen Sinn hat. Beziehungsweise, das ist vielleicht noch nicht mal die Frage, die wir heute klären wollen, denn das ist nochmal ein komplett eigenes Thema für sich. Bevor ich aber euch klar machen will, wohin ich mit diesem Thema eigentlich will, und das ist in eine ganz andere Ecke, als jetzt irgendwie grundlegende Fragen über Krieg zu klären, ob das sinnvoll ist und ob das gegen Würde verstößt und so weiter, darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Aber worum es gehen soll, wo ich mit diesem Thema hin will und was das Gameplay im Hintergrund damit zu tun hat, das erfahrt ihr alles gleich. Ich möchte nämlich erstmal dieses Thema einleiten mit einem von mir selbst verfassten Text, das ein Kriegsszenario beschreibt. Und ich möchte alle Leute warnen, die eine sehr blühende Fantasie haben und sich gerne die Sachen, die in so Texten vorkommen, nicht nur gerne, sondern auch sehr bildlich vorstellen können und dazu in der Lage sind, das mit Bildern in ihren Kopf zu füllen. Denn der folgende Text wird einige sehr blutige Beschreibungen dieses Kriegsszenario enthalten, da ich wirklich unverblümt darstellen will, wie meiner Recherche nach und meines Erachtens nach von dem, was ich weiß, wirklich so ein Kriegsszenario aussieht. Und ich habe mich da von einigen Sachen inspirieren lassen, die ich gesehen habe an Filmen und so weiter, an Dramen und an den Sachen, die ich darüber in der Schule gelernt habe. Und sollte es Leute unter euch geben, die mit sowas nicht sehr gut klarkommen, wie gesagt, es wird ja nicht wirklich bildlich dargestellt, also nicht mit Bildern untermalt, das ging mir dann doch ein bisschen zu weit, aber in Form von Text sehr genau beschrieben, die bekommen an dieser Stelle jetzt hier einen Button, der für die gesamte Zeit des Textes dastehen wird, um quasi hinter den Text zu spulen. Dennoch würde ich allen Leuten, die jetzt nicht sagen, die sagen, so einen Text kann ich mir antun, würde ich euch wirklich bitten, euch diesen Text komplett anzuhören, weil er euch so ein bisschen darauf einstimmen soll, wo ich eigentlich mit diesem Video hin will. Aber ohne jetzt viel weiter darüber zu reden, ja, leite ich euch erstmal ein, bringe ich euch so ein bisschen in die Stimmung, in die ich euch bringen will mit diesem Commentary, mit diesem Text. Ich stehe inmitten einer zusammengefärchten Masse an 50 Soldaten. Die Luft scheint zu stehen und der Geruch nach Schweiß, Dreck und Metall bohrt sich in meine Nase. Einige Soldaten checken ihre Magazine oder Läufe. Auch wenn ihre Handgriffe dabei routiniert wirken, weiß ich, dass sie es nur tun, um ihre Nervosität zu verbergen. Oder weil ihnen schlichtweg keine bessere Beschäftigung während der dreistündigen Fahrt im Patrouillenboot eingefallen ist. Schon seit einer halben Stunde kündigt der einschlagende Kugelhagel auf der Außenseite des Bootes die Sichtweite der Küste an. Obwohl wir alle wissen, dass keine der Kugeln die Außenwand durchdringen würde, ziehen wir instinktiv die Köpfe ein. Das Geräusch der Hülsen, die funkensprühend die Metalloberfläche streifen, hämmert sich mit jedem Treffer weiter und weiter in mein Hirn. Und dann öffnen sich die Luken. Uns erstreckt sich ein Bild von einem unechten Schlachtfeld. An der Strandpromenade, an der einst womöglich einheimische Kinder mit ihren Familien lagen oder sich Touristen unter den Sonnenschirmen tummelten, schmücken jetzt Panzersperren und Berge an Leichen das Ufer. Und das Wasser gleicht mehr einem buchstäblichen Blutbad als dem türkisblauen Meer auf einer Postkarte. Die Dauersalven vom Land fordern noch, bevor auch nur einer von uns einen Schritt aus dem Boot machte, das erste Dutzend an blutigen Opfern. Gehirnmasse, Blut und Knochensplitter verteilen sich im Innenraum und auf unseren Gesichtern. Aber es interessierte uns nicht. Im Zuge langjähriger Abstumpfung jeglichen Gefühls von Mitleid oder Angst lernten wir, solche Bilder auszublenden. Und der massive Adrenalinschub, der jetzt meinen ganzen Körper erfasste, als ich aus dem Boot stürmte, reichte aus, um auch die letzten Reste an rationalem Denken auszuschalten. Eingelullt in meine betäubten Sinne rannte ich mit Tunnelblick durch das seichte Wasser zum Ufer. Alles schien in Zeitlupe zu laufen. Links von mir ein alter Schulkollege, der mit einer Hand seinen herausstehenden Knochen, mit der anderen seine Waffe fest umklammerte. Weiter voraus einer meiner Zimmerkameraden, der mit Mühe versuchte, die untere Hälfte seines Körpers mitzuschleifen, die nur noch an wenigen Sehnen hing. Direkt neben mir ein mir unbekannter Junge von maximal 25 Jahren, dessen kompletter Unterkiefer durch Sprengmunition amputiert wurde. Aber vor allem Tote.
Leichen über Leichen, verbrannt, durchlöchert oder einfach unvollständig, auf Arten entstellt, die es selbst ihren nächsten Angehörigen unmöglich machen zu akzeptieren, dass es sich tatsächlich um ihren Geliebten, ihren Sohn, ihren Vater handelt. Der Geliebte, der seinem Mädchen noch vor seinem Einsatz versprach, zurückzukommen und sie zu heiraten. Der Sohn, der seiner Mutter noch vor kurzer Zeit einen Brief schrieb, dass sie fast am Ziel seien und er bald nach Hause käme. Der Vater, der seinen Sohn nun nicht mehr durch sein Leben begleitet. Es ist Kalkül, eine simple Rechnung, eine Taktik, bei der man einige Abstriche zu machen hat. Wir wurden benutzt. Einige tausend Soldaten, die vor die glühenden Läufe der MGs laufen, damit sich eine Handvoll durchschlagen. Der Mensch wird zum Material. Und bei all dem kann man nur hoffen, den richtigen Laufweg gewählt zu haben, durch glückliche Umstände den Kugeln bis auf ein paar unbedeutende Schultertreffer entgangen zu sein. Nur um sich dann, eingefärscht in Zelte, Bunker oder Granatlöcher, für vielleicht 5, 6 Stunden keine Sorgen um sein Ableben machen zu müssen. Bei solchen Bildern kam es mir fast gelegen, als ich das Knacken meines Helmes, dann meiner Schädeldecke hörte, die nacheinander durch ein Geschoss durchbohrt wurden. Ein letztes Augenzucken zu dem Schützen, von dem ich glaubte, dass er die Kugel feuerte, bevor ich in den Sand sank. Nun hat es ein Ende. Meine Mutter neigte immer schon dazu, mir zu sagen, ich hab's dir doch gesagt. An einem solchen Tage würde sie vielleicht davon absehen. Das war's. Das war der selbstverfasste Text von mir zu einem Kriegsszenario, wie ich es mir vorstelle und wie es in der Weltgeschichte schon tausende Male vorgekommen ist. Soldaten werden verpulvert als Material, der Mensch wird zum Material und die Menschen selbst, die in Form einer Schlacht oder auch nur eines Feuergefechts dort involviert waren, haben solche Bilder teilweise täglich gesehen. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht gerade spurlos an einem vorbeigeht. Viele Soldaten, wenn sie zurück nach ihrem Dienst, den sie gemacht haben, zurück ins normale Leben zurückkehren wollten, haben das einfach nicht geschafft und haben sich einfach nur gewünscht, wieder in den Kriegsdienst reinzukommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, das ist doch total gegensätzlich, total paradox, wieso wollen die denn wieder zurück in den Krieg, wenn sie sowas gesehen haben? Das Ding ist, diese Bilder, die man dort erlebt, die sind für Menschen, die das Ganze nicht miterlebt haben, so unfassbar, dass die Leute, die es miterlebt haben, keine Chance haben, mit irgendjemandem darüber zu reden, außer denen, die mit ihnen gelitten haben, ihre Kameraden. Und außerdem sind viele dieser Soldaten so traumatisiert, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, im echten Leben normale alltägliche Dinge zu vollführen. Und da ist es natürlich wesentlich einfacher, wieder zurück in den Militärdienst zu gehen, denn dort gibt es einfach Höherrangige, dort gibt es Generäle, die sagen einem, was man machen muss, das macht man und keiner hinterfragt, sondern man führt es einfach aus. Und das ist, so gesehen, ein verdammt einfaches Leben. Und wie gesagt, wenn dann auch noch dieser Aspekt dazu kommt, dass die Kameraden, die Soldaten, die mit einem im Krieg waren, die einzigen sind, mit denen man über sowas reden kann, dann kann man sich schon vorstellen, dass diese Soldaten nirgendwo anders mehr ein Zuhause, wenn man es überhaupt so nennen kann, finden kann, als beim Militär. Und das ist ein Zeugnis von einem Trauma, was man in keinster Weise so, glaube ich, jemals bekommen kann. Ein Trauma, was in dieser Form einen Menschen so sehr schädigt, dass er in der Form, wie wir es kennen, überhaupt nicht mehr lebensfähig ist. Und das, wie ich es auch eigentlich dann in der Szene so ein bisschen darstellen wollte, dass derjenige eigentlich besser daran ist, wenn er in den Kopf geschossen bekommt, als sein Leben so normal weiterzuführen und gefordert zu werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wo will ich eigentlich mit diesem Commentary hin? Weil es ist ein sehr kontroverses Thema, ein Thema, was jetzt bei vielen Leuten, ich habe es am Anfang schon gesagt, vielleicht Emotionen erwecken wird. Was ich mit diesem Video erreichen will, ist, dass wir ein bisschen darüber nachdenken, was eigentlich auf den Bildschirmen passiert, wenn wir First-Person-Shooter spielen. Ich bin der Letzte, der First-Person-Shooter kritisieren würde. Ich bin der Letzte, der sagen würde, First-Person-Shooter machen Leute zu Amokläufern. Ich denke, wir wissen alle, dass die Leute, die das sagen, Pseudowissenschaftler sind, die ihr Wissen auf irgendwelchen Pseudostatistiken basieren und keine Ahnung von der Materie haben, so wie wir das haben. Ich denke, ich spreche auch im Sinne aller FPS-Spieler, wenn ich sage, das Einzige, was wir empfinden, wenn wir dieses Spiel spielen, ist
nichts anderes als zum Beispiel ein Völkerballspiel. Man hat einen Ball, mit dem man andere Leute abwirft, oder man hat eben eine Waffe, mit der man andere Leute abschießt, die somit vom Spielfeld kickt und so versucht, durch verschiedene Taktiken, durch Wurftaktiken oder eben übertragen dann auf FPS mit bestimmten Laufwegen und so weiter, ja, den Gegner sozusagen zu besiegen. Früher habe ich es gerne auch mal mit einem Schachspiel verglichen. Auch beim Schach versucht man nur, die gegnerischen Figuren vom Spielfeld zu kicken. Das entschuldigt natürlich nicht, beziehungsweise was heißt entschuldigt? Das erklärt natürlich noch nicht, warum dann auf dem Bildschirm es unbedingt Waffen sein müssen oder simulierter Krieg. Das erklärt es auch bei Paintball zum Beispiel nicht. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, dass Leute von Waffen fasziniert sind. Aber was es erklärt, ist definitiv, was wir empfinden, wenn wir dieses Spiel spielen. Und das ist nicht eine Kriegssimulation. Zumindest für 98-99% aller Spieler. Aber, und jetzt kommt das große Aber und gleichzeitig auch der Grund, warum ich dieses Video heute machen will. Ich will euch ins Gedächtnis rufen, dass trotzdem für einen Außenstehenden das, was auf dem Bildschirm passiert, genau das ist, was ich gerade eben in diesem Text beschrieben habe. Kriegsszenarien. Dinge, mit denen man eigentlich nicht spaßen sollte, die man eigentlich nicht zur Entspannung oder zum Spaß oder sonst irgendwas machen sollte, sondern Dinge, die Leute echt so erlebt haben und die in dieser Form aufgrund eines Traumas, das sie dort erlebt haben, aufgrund der Bilder, die sie dort gesehen haben, nicht mehr lebensfähig sind. Es ist gut, wenn ihr emotional abgekoppelt seid von dem, was auf dem Bildschirm passiert. Denn genau dieses emotional Abgekoppelte, das sorgt eben dafür, dass man sich nicht in diese Gewaltverherrlichung reinsteigert, dass man nicht sagt, hey, ich mache hier gerade Kriegsszenarios, spiele die irgendwie nach, ich spiele gerade mit Waffen, warum mache ich das nicht in echt? Dieses emotionale losgekoppelt sein verhindert eben genau das. Aber was ich nicht will, ist, dass ihr nicht nur emotional, sondern mit eurem Verstand von diesem Spiel losgekoppelt seid. Denn genau dann, wenn ihr vergesst, dass ja das, was auf dem Bildschirm passiert, trotzdem immer noch eine Gewaltverherrlichung, eine Gewaltdarstellung ist, in diesem Moment seid ihr im Bezug auf die Gewalt desensibilisiert. Und das ist genau die Gefahr und genau der Ansatzpunkt, wo diese Pseudowissenschaftler wieder mal einen Grund haben, über uns FPS-Spieler zu meckern. Die sagen, hey, guckt mal, die haben überhaupt keine Ahnung von dem, was sie eigentlich da tun. Das zeigt doch wieder, dass die gar keine Angst vor Gewalt haben und so weiter. Deswegen möchte ich mit diesem Video vielleicht mal einen kleinen Schritt dazu beitragen, euch zu zeigen, was passiert eigentlich im Krieg. Was sind das für Bilder, die Leute da ertragen müssen? Und warum sollte mich das etwas angehen? Nämlich genau deshalb, weil ihr niemals im Hinterkopf vergessen dürft, dass das letztendlich das ist, was auf dem Bildschirm passiert und dass es etwas ist, was ihr im echten Leben niemals miterleben wollt. Wie gesagt, ich möchte euch nicht den Spaß an First-Person-Shooter austreiben. Ich bin auch der Letzte, der euch dafür verurteilt. Schließlich spiele ich sie selber und das sogar als noch Minderjähriger mit meinen 17 Jahren. Aber ich möchte euch trotzdem darauf aufmerksam machen, dass es letztendlich etwas ist, was für Außenstehende sehr kontrovers aussieht. Sie sehen nur das, was auf dem Bildschirm passiert. Sie haben nicht diesen Bezug, den wir dazu haben. Und sobald ihr das verstanden habt, sobald ihr verstanden habt, aha, für einen Außenstehenden muss es einfach so aussehen wie diese Gewaltverherrlichung. Und für mich, Ich darf auch nicht vergessen zu verstehen, dass andere Leute das so sehen, ja? Dann ist eigentlich das erreicht, was ich mit diesem Video erreichen will. Versucht einfach die Gegner, auch wenn ihr völlig anderer Meinung seid, aber versucht die Gegner der FPS zu verstehen. Versucht zu verstehen, warum sie dieses versteckte Gewaltpotenzial dort sehen und versucht euch immer bewusst zu machen, dass egal, ob ihr das Ganze beim Spielen selber so empfindet, oder eben nicht, wie es hoffentlich sein soll. Dass ihr trotzdem euch immer bewusst macht, das ist etwas, was eigentlich im echten Leben eine der schrecklichsten Dinge ist, die es überhaupt geben kann. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, wo ich mit diesem Video hin will. Ihr habt verstanden, dass ich auf keinen Fall irgendetwas in Form von First-Person-Shooter oder Shooter generell hier verurteilen will. Ich will euch nur einfach nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir hier eigentlich machen. Und damit so ein bisschen wieder auf die Schiene zu kommen mit Commentary-Themen, über die man noch nach dem Commentary nachdenken muss. Die einen
angehen, die jeden von euch angehen, die dieses Video sehen und selber First-Person-Shooter spielen. Und deswegen auch, um jetzt nochmal auf das Gameplay im Hintergrund zurückzukommen, habe ich jetzt auch ein Autorennspiel im Hintergrund zu haben. Denn es mag für manche jetzt makaber sein, wenn ich dieses Thema aufgreife und gleichzeitig eben diese virtuellen Kriegsszenarien im Hintergrund habe. Ich möchte niemanden einen Grund dafür geben, dieses Video zu kritisieren, sondern möchte stattdessen mit diesem Video euch auf den Weg lenken, wo ihr sagen könnt, ja, das kann ich mir komplett anschauen und das bringt mich wieder dazu, ein bisschen mehr über das nachzudenken, was ich eigentlich auf dem Bildschirm mache. So, genug um den heißen Brei geredet. Ich denke, ihr habt verstanden, wo ich hin will. Das Video ist ja jetzt auch schon 15 Minuten alt. Und ich würde einfach sagen, schreibt alles, was euch im Laufe dieser 15 Minuten irgendwie eingefallen ist. Egal, ob während der Story oder meiner Worte danach. Alles, was euch irgendwie dazu eingefallen ist, verfasst es unten in den Kommentaren. Ihr habt durch die tollen Google Plus Kommentare jetzt auch mehr als 140 Zeichen Platz. Schreibt dort alle Gedanken rein, die ihr irgendwie gehabt habt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt auf jeden Fall eine Bewertung ab. Verbreitet das Video, falls es euch zum Nachdenken gebracht hat. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Antti.